Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für die kurze Übersicht darüber, wie komplex diese ganze Alpenwoche organisiert ist und wie viele Organisationen daran beteiligt sind. Ich kann vielleicht vorausschicken, ich bin maximal Flachländer. Ich komme aus der norddeutschen Tiefebene und insofern ist mir diese Region hier ja, ich war schon häufiger da, gehe auch gern wandern und sowas, aber erstmal sozusagen von meiner kulturellen Herkunft ist das gewissermaßen das genaue Gegenteil im deutschen Sprachraum. Aber das macht vielleicht nichts, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie Transformation moderner Gesellschaft überhaupt stattfinden kann, weil diese Frage stellt sich ja zunächst gar nicht mal regional spezifisch, da stellt sie sich dann später auch, wenn es an die Umsetzung geht, aber sie stellt sich ja als allgemeine Frage zunächst. Wie schaffen moderne Gesellschaften eine ökosoziale Transformation? Dieser Titel meines Vortrags spielt darauf an, dass es vor einigen Jahren vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für Umweltveränderungen ein Gutachten gegeben hat, das hieß die große Transformation. Und seither spricht alles von der großen Transformation. Und dementsprechend auch dieser Titel schafft auch die Alpenbevölkerung die große Transformation. Und ich schicke die Antwort gleich mal voraus. Nein, natürlich nicht. Es macht auch gar keinen Sinn. Es macht auch gar keinen Sinn, eine große Transformation zu schaffen, weil Gesellschaften sich ja nicht, wie würde man einen Schalter umlegen, von einem Zustand A in einen Zustand B bewegen, sondern der Prozess der Zivilisation ist ja einer, wo bestimmte Dinge sich verändern auf der Basis, dass sich sehr viele andere Dinge konsolidiert haben. Das heißt, wir sprechen ja immer, wenn es über menschliche Gemeinschaften und Überlebensgemeinschaften geht, um sehr lange, sehr eingeübte, häufig sehr gut funktionierende Verhaltensweisen, Verhaltensmuster, Routinen, Gewohnheiten, Praktiken, Techniken und so weiter. Und die Vorstellung, man könne nun mal eine Gesellschaft und am besten noch die ganze Weltgesellschaft mal groß transformieren, ist meines Erachtens nach wenn man es milde formuliert, eine hybride Fortsetzung der übertriebenen Ideale von Moderne, von Weltbeherrschung. Kann man nicht machen, das geht gar nicht. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir bestimmte Aspekte unserer Form von Gesellschaft transformieren, dabei aber im Auge behalten, was denn eigentlich die Fragestellung ist. Warum eigentlich transformieren? Wieso? Haben doch alle ein Smartphone und können 24 Stunden lang irgendwas anglotzen. Was soll man da transformieren? Ist doch alles total gut, wir produzieren doch immer mehr Güter. Ist doch total super, was soll man denn da transformieren? Wirtschaftspolitiker würden immer sagen, das Einzige, was wir noch weiter transformieren müssen, ist mehr Wachstum. Wir haben zu wenig Wachstum, also müssen wir mehr transformieren. Transformieren, um noch mehr zu haben, um noch mehr irgendwo hinzugeben. Andere würden denken, okay, das geht vielleicht nicht mit dem immer mehr und gerade das zieht die Notwendigkeit einer Transformation nach sich. Nun haben wir aber immer mal bei dieser Perspektive mehr Wachstum bleibt, denn das ist ja überall das Credo, das ist ja das absolute Primat. Sie werden kein Ergebnisprotokoll einer G7 oder einer G20-Konferenz oder irgendetwas, wo es transnationale Übereinkünfte gibt, wo nicht als erster Satz steht, wir brauchen mehr Wachstum. Finden Sie nicht. Und Sie haben natürlich auch ganz grundsätzlich, Sie kennen das alle noch, das alte Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, ökonomische, ökologische, soziale Nachhaltigkeit. Dieses Drei-Säulen-Modell ist im besten Falle Ideologie, weil in der gesellschaftlichen Praxis gibt es dieses Drei-Säulen-Modell nicht, weil es ein Primat der Ökonomie gibt. Und kein Primat der Ökologie und auch kein Primat des Sozialen.
und das immer das Argument ist, auch in der Entwicklungspolitik und so weiter, man müsse erstmal dafür sorgen, dass der Laden wirtschaftlich richtig läuft, bevor man dann beginnt, ökologisch zu modernisieren. Das ist übrigens eine Vorstellung, die hat sich weit, weit bis in die NGOs hineingefressen, bis in viele, dass man erst gewissermaßen die Welt zerstören muss, damit man mit den neuen Mitteln des technoiden Kapitalismus sie dann wieder retten kann. Das ist eigentlich die Perspektive. Und jetzt sage ich Ihnen mal, da ich ja Geschichtenerzähler bin, etwas, was mich neulich mal beschäftigt hat beim Zeitunglesen. Und zwar können Sie sich alle noch erinnern, das ist nicht lange her, vielleicht 8 oder 10 Wochen, als der neue Panama-Kanal eröffnet wurde. Stand in allen Zeitungen, gab viele Fernsehberichte darüber, der neue Panama-Kanal. Ja, der ist ja groß, der neue Panama-Kanal. Und was im Fernsehen zu sehen war, waren die neuen Schleusentore und die Ingenieursleistungen und all das Eisen, was man dafür brauchte und die tollen Schleusenanlagen und so weiter und so weiter. Und der alte Panama-Kanal, der hat ja deswegen nicht mehr getaugt, weil er zu klein ist. Der alte Panama-Kanal lässt ja nur zu, dass Schiffe bis zu einer Länge von 294 Metern da durchfahren und einer Breite von 32 oder 36 Metern. Das ist zu klein, weil diese Schiffe mit so einer Größe schaffen allerhöchstens 4000 Container. Der neue Panama-Kanal schafft Schiffe, die bis 400 Meter lang sind und über 40 Meter breit sind, die in der Lage sind, bis zu 11.000 Container zu transportieren. Daher dieser Aufwand, das Ding da durchzuflügen durch den Kontinent, direkt neben den alten Panama-Kanal. Nun weiß man aber, Schweizer Schiffbauunternehmen zum Beispiel bauen jetzt Containerschiffe, die bis zu 22.000 Container transportieren können. Das heißt, der neue Panama-Kanal wird bald der alte Panama-Kanal sein, weil er zu klein ist für diese Schiffe. Und deshalb plant man, durch Nicaragua den nächsten Kanal zu bauen, der dann in der Lage ist, diese Containerschiffe durchschleusen zu lassen, unter chinesischer Federführung und auch unter chinesischer Finanzierung. Und die Verträge sehen ausdrücklich vor, dass diejenigen, die das unternehmen, für keinerlei ökologische Folgeschäden aufkommen werden. Die sind ja klug, die diese Verträge machen. Und das ist ein interessanter Vorgang, den Sie allenthalben sehen. In Hamburg gibt es alle paar Jahre eine neue Diskussion über die Elbvertiefung. Ja, die Elbe muss nämlich immer weiter ausgebaggert werden, weil sonst diese Schiffe da nicht reinpassen. Und das ist für den Wirtschaftsstandort Hamburg total schlecht, wenn die immer größer werdenden Schiffe da nicht reinpassen. Dasselbe haben sie beispielsweise auf den Straßen, weil ja aus irgendeinem Grund auch die Autos immer größer werden. Ja, die Autos werden immer größer und auf deutschen Autobahnen, was ja das Herz der Identität Deutschlands ist, die deutsche Autobahn, gibt es ja ein großes Problem, weil die gesetzlichen Vorgaben für die Breite der Fahrspuren bei Autobahnbaustellen nicht mehr groß genug sind, damit diese großen Autos da drauf passen. Also wenn man diese Stadtgeländewagen, ich habe immer so den Historiker des Jahres 2500 vor meinem inneren Auge, der versucht so zu rekonstruieren, wie haben die Leute eigentlich getickt am Anfang des 21. Jahrhunderts. Ja, und dann machen die ihre Quellenstudien und Archivgeschichten und suchen so nach und finden, aha, okay, die haben Konflikte mit Krieg gelöst, aber teilweise auch mit Vereinbarungen. Die haben die und die Beziehungsformen gehabt, die haben Digitalisierung erfunden. Und dann sitzen so diese Forscherteams da und die kriegen das alles so ein bisschen auf dem Schirm. Und dann sagt einer, Leute, könnt ihr mir das erklären? Stadtgeländewagen. Und ich glaube, es ist ein gewisser Ausdruck des Zustandes unseres kulturellen Entwicklungsmodells, wenn so etwas erfunden wird. Und wenn sowas nicht nur erfunden wird, sondern auch massenhaft gekauft wird. Ja? Das ist was Interessantes. Das hat was mit diesem
Wachstum der Kanäle, mit dem Wachstum der Schiffe, mit dem Wachstum überhaupt zu tun, dass ja pausenlos neue Produkte erfunden werden müssen, die kein Mensch jemals gebraucht hat, ja nicht mal geahnt hat, dass man das brauchen könnte, bevor es das Produkt gegeben hat. Und jetzt komme ich mal auf den Panama-Kanal zurück. Was ist in diesen Containern drin? Warum nicht mehr 11.000, sondern 22.000? Warum ein immer größerer Kanal? Warum immer eine tiefere Elbe? Warum? Na, weil da T-Shirts drin sind, die irgendwo in 10.000 Kilometern Entfernung hergestellt werden und dann für Billiggeld transportiert werden, damit sie für 2,99 Euro in den reichen Ländern verkauft werden können. Oder Flatscreens, die ihrerseits immer größer werden. Auch das gehört zu den ungelösten Rätseln der Menschheit, wieso Fernseher immer größer werden. Die Fernseher sind ja inzwischen so groß, dass man das Bild nicht mehr scharf sehen kann in einer normalen Wohnung, weshalb die Wohnungen immer größer werden müssen. Es ist wirklich wahr, rein von der Optik her betrachtet, kommt dabei ja überhaupt nichts raus, weil je größer der Bildschirm, desto weiter müssen Sie den Abstand machen. Das, was Sie sehen, bleibt immer gleich groß. Außerdem haben Sie, glaube ich, alle noch gelernt, dass man im Kino am besten weiter hinten sitzt und nicht ganz vorne, weil das dann zu groß ist. Ja? Aber das wird gemacht, es wird gekauft. Die ganze Welt wird vollgestellt und mit Verkehr, wo diese ganzen Produkte hin und her gefahren werden und ihre Teilprodukte, die man braucht, um das herzustellen, wird die ganze Welt gewissermaßen angefüllt mit Dingen. Aber wie das Beispiel Elbvertiefung zeigt, es wird aber nicht nur angefüllt mit Dingen, sondern um sie mit den Dingen anzufüllen, muss man vorher was nehmen. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein riesiges Problem, was wir seit 1972 in aller Dringlichkeit mitgeteilt bekommen haben. Das berühmte Buch Die Grenzen des Wachstums von Dennis Meadows und anderen, über 40 Jahre her, wo genau dieser Vorgang damals kritisch beleuchtet wurde. Dieses Wachstum kann nicht unbegrenzt fortgehen. Das kann einem auch jedes siebenjährige Kind erklären, weil mit einem endlichen Planeten kann ich kein unendliches Wachstum produzieren. Übrigens auch nicht mit Digitalisierung. Das ist der größte Blödsinn, lassen sich sowas niemals erzählen. Digitalisierung ist die Fortsetzung der fossilen Wirtschaft mit Beschleunigungsmitteln. Überhaupt nichts anderes. Das ganze Zeugs ist nur dafür da, dass immer noch mehr gemacht, immer noch mehr gekauft, immer noch mehr, immer schneller ausgetauscht und weggeschmissen wird. Mal ganz davon abgesehen, das ist einer der größten Energieverbraucher der Gegenwart und noch mehr der Zukunft ist. 20% der Energie, schätzt das Umweltbundesamt, gehen allein auf das Kosten dieser ganzen Klickerei. Und jetzt kommen wir mal zu der Frage der großen Transformation und des Subjektes der Transformation, nämlich dem Verbraucher oder dem Menschen oder der Bürgerinnen und dem Bürger. Der sieht ja von dem Energieverbrauch dieser ganzen Form von Technologie nur das, was sein eigener Akku frisst. Aber dass jeder Klick auf jede beliebige App eine Aktivierung an 2000 anderen Stellen macht, die ihrerseits Energie benötigen, das sieht er ja nicht und das soll auch nicht gesehen werden. Genauso wenig wie dem T-Shirt oder dem iPhone oder dem Flatscreen ablesbar sein soll, dass er aus der Erde oder von irgendeinem Feld oder aus dem Wasser kommt, wie jedes beliebige Produkt, weil jedes Produkt, was wir haben, ist Produkt einer Stoffumwandlung und dieser Stoff muss von irgendwoher gekommen sein. Und das ist nicht unendlich verfügbar. So, und deshalb haben wir ein interessantes Thema, auch für die Alpenwoche, glaube ich, dass diese Vorstellung, man könne mit so einer Form des Wirtschaftens, die darauf basiert, dass es von allem immer mehr geben muss, was übrigens eine ziemlich fantasielose Vorstellung ist. Was soll das eigentlich? Braucht man das? Ja? Dass eine solche Form von Wirtschaft und Gesellschaft untauglich ist, um durch das 21. Jahrhundert zu kommen. Das geht einfach nicht. Das ist totaler Quatsch. Und alles, was man sich dann ausdenkt im Sinne von Effizienzerhöhung, und ich tausche den alten, nicht effizienten Kühlschrank, in den Energie, Material, Arbeitskraft, Mobilität eingeflossen ist, in einen effizienteren und deshalb größeren um, und ich will damit die Welt retten oder durchs 21. Jahrhundert kommen, ist total magisches Denken.
Das ist absoluter Blödsinn. Genauso wie grünes Wachstum nichts anderes sein kann als lila gestreiftes oder rosa gepunktetes Wachstum. Wachstum ist Wachstum. Und Wachstum bedeutet Material- und Energieaufwand, und zwar erhöht gegenüber dem vorherigen Zustand. Das heißt, es kann eigentlich nur darum gehen, nicht die Technik zu verändern. Technik ist an sich ja dumm. Technik ist ja nur dann gut oder schlecht, je nachdem, welchen kulturellen, gesellschaftlichen Gebrauch ich davon mache. Aber Technik kann niemals die Lösung sein. Auch wenn die Moderne seit 150 Jahren das Märchen erzählt. Naja, das ist, hat er schon recht da mit seinem Zerstörungstalk, aber da erfinden wir ja noch was. Ja, dass das geändert wird, irgendwas im Weltall oder irgendwie sowas in der Art. Nee, das wird nicht gehen. Was man braucht für eine Transformation, ist nicht technische Intelligenz, sondern soziale Intelligenz. Und ich glaube, dass die Menschheitsgeschichte, die Geschichte der Zivilisation, die ja 200.000 Jahre so lala gelaufen ist, deswegen so lala gelaufen ist, weil Menschen soziale Intelligenz eingesetzt haben. Und soziale Intelligenz bedeutet, ich kann meine Lebensbedingungen so auslegen, so auswerten, dass ich meine Lebens- und Überlebensverhältnisse verbessere. Und das tue ich kooperativ und nicht alleine. Und das tue ich auch nicht mit dem Faustkeil alleine, sondern auch mit jemandem, der mir beibringt, wie ich diesen Faustkeil benutze. Das heißt, alles das, was uns durch diese 200.000 Jahre gebracht hat, ist Produkt von Sozialität und von sozialer Intelligenz und von einer intelligenten Nutzung der Ressourcen, die da sind. Wir haben gegenwärtig das Problem, und das, deshalb das Panama-Beispiel, dass die Ressourcen, die da sind, im Augenblick überhaupt nicht intelligent genutzt werden. Überhaupt nicht. Man geht schlicht von der Fiktion aus, dass da immer noch was da ist. Und das ist nicht der Fall. Und das meine ich übrigens nicht als Untergangsrhetorik, denn die Welt wird ja nicht untergehen. Der ist es ja völlig egal, der Welt, ob es Menschen gibt oder nicht. Völlig Wumpe, genauso wie es dem Klimasystem total egal ist, ob es 3 oder 4 oder 7 Grad wärmer wird oder kälter, völlig egal. Es wird immer noch ein Klimasystem geben, nur die Überlebensmöglichkeiten auf der Erde werden sich dadurch verändern. Und das, was viele von Ihnen schon in den ersten Schuljahren mitgekriegt haben, dass die Welt untergeht, wenn wir so weitermachen, ist natürlich totaler Blödsinn. Es gibt keine Apokalypse, es gibt keinen Weltuntergang. Es gibt nur sich verändernde Lebensbedingungen auf der Welt und die treffen bestimmte Menschengruppen früher und andere später. Und in den reichen Gesellschaften werden viel später betroffen, weil sie viel mehr Möglichkeiten haben, sich gegen Risiken abzusichern, sich Zeit zu kaufen und so weiter. Und währenddessen all die schönen Güter zu vermehren, die anderswo hergestellt werden. So, das ist der Vorgang. Und insofern könnte man auch sagen, dass wir es nicht mit einem ökologischen Problem im engeren Sinne zu tun haben, sondern wir haben es mit einem sozialen, einem moralischen und einem kulturellen Problem zu tun. Und deshalb würde ich sagen, und ich glaube, das ist für das Thema Menschen und Alpen von ganz zentraler Bedeutung, dass wir eigentlich die Frage ganz anders stellen müssen. Wir müssen die nicht danach stellen, was wird gerade an Natur zerstört? Welche Auswirkungen hat das, was wir tun, auf das Klima? Die Frage muss man stellen. Aber die unabhängige Variable, technisch gesprochen, also warum stelle ich die Frage, ist eine völlig andere. Nämlich die, welche Art von Gesellschaft wollen wir haben? Welchen Vorstellungen folgen wir? Wie können wir, und das ist ja gerade gegenwärtig, ist ein ganz anderes Thema, aber gerade gegenwärtig auch in Europa ein ganz großes Thema, wie können wir eigentlich Demokratie und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten? Wie wird das eigentlich gehen? Ich persönlich bin der Meinung, es ist das am weitesten fortgeschrittene zivilisatorische Modell, was wir haben. Es hat noch nie eine Gesellschaft gegeben, völlig egal, ob es die französische, die deutsche, die österreichische, die schweizerische ist, in der Menschen so frei, so sicher und so saturiert leben konnten, wie das der Fall ist. In der ganzen Menschheitsgeschichte, nicht nirgendwo anders auf diesem Planeten. Und die Betonung liegt dabei auf Freiheit und Sicherheit. Niemandem kann hier etwas passieren, außer durch etwas ganz Unwägbares, was immer passieren kann. Leben ist nie sicher, vollständig. Es hat noch nie eine Gesellschaft gegeben, die ihren Mitgliedern so viel zur Verfügung gestellt hat.
Die Bedingung für diese Form des Zurverfügungstellens ist natürlich pausenlos die Erwirtschaftung von Mehrwert, was uns wieder in das Panama-Problem hineinführt. Das heißt, die Frage kann doch nur sein, und deshalb bin ich gar nicht für diese Formulierung der großen Transformation, die Frage kann doch nur sein, wie schaffen wir es eigentlich, die Standards dieses Zivilisationsmodells, also Freiheit, Demokratie, Partizipation, Rechtsstaatlichkeit, aufrechtzuerhalten mit einem vollkommen anderen Naturverhältnis? Wie schaffen wir es denn, mit modernen Vorstellungen eines Zivilisationsprozesses tatsächlich durch das 21. Jahrhundert zu kommen? Und das Flüchtlingsthema, das ich übrigens bewusst nicht Krise nenne, weil es überhaupt keine Krise ist. Erstmal kann es keine Krise sein, wenn eine politische Einheit von 516 Millionen Mitgliedern 2 oder 3 Millionen mehr aufnehmen soll. Es ist völlig hysterisch, was dort passiert, moralisch übrigens höchst verwerflich. Und es ist deswegen keine Krise, weil noch sehr viel mehr kommen werden. Es ist keine Krise, das ist ein dauerhafter Zustand, auf den man sich einstellen muss. Und dieser Zustand hat etwas mit dem Panama-Thema zu tun, nämlich dass überall auf der Welt Überlebensbedingungen zerstört werden, sekundäre Folgen von Kriegsgewalt daraus entstehen und die Leute weggehen müssen, weil sie nicht überleben können. Das heißt, das, was unsere Form des Wirtschaftens, Primat der Ökonomie, Primat des Wachstums, anrichtet, war sehr lange unsichtbar. Das war dann auf Diagrammen, auf PowerPoints zu zeigen. Aber nicht, die sind nicht hierher gekommen. Jetzt ist das erste Stressphänomen dessen, was da angerichtet wird, ist, aha, die kommen auch hierher. Na, schau mal an. Heißt abstrakt gesagt, unsere Form von Gesellschaft gerät unter Stress. Und das ist ein Zeichen dafür, dass man eben mit diesem Fortsetzen des Business as usual durch das 21. Jahrhundert nicht durchkommen wird. Denn wir verengen ja unseren eigenen Handlungsspielraum. Es entstehen ja Reaktionsbildungen, Einmauern, Gesetzesverschärfungen, Menschen draußen halten, Menschen in der Konsequenz, wenn es zu viele sind, irgendwie dafür sorgen, dass die nicht da sind. Dass sie ertrinken und solche Dinge. So, auch hier, ist es eigentlich eine Form von Gesellschaftlichkeit, die wir anstreben? Nein. Und wenn wir aber wissen, dass die Form von Gesellschaftlichkeit, die wir anstreben und von der wir ja alle profitieren, weshalb wir überhaupt die Möglichkeiten haben, solche Konferenzen, solche Wochen hier durchzuführen, Transformation zu machen, praktische Projekte anzufangen, nicht fragen zu müssen, darf ich das? Nicht fragen zu müssen, gibt es ein Regime, was mich dafür umbringt, dass ich das jetzt tue? Ja, das ist ein ganz privilegierter Status, den wir haben. Und ich glaube, die große soziale Aufgabe und die große soziale Intelligenzaufgabe ist, zu sagen, okay, wir wollen diesen Typus Zivilisation fortschreiben, wir können aber nicht fortschreiben mit immer mehr Wachstum, sondern wir müssen jetzt ein kulturelles Modell erfinden, wie es auch anders geht. Und jetzt kommt der zweite Teil von der großen Transformation, was mich daran stört, das habe ich schon angedeutet. Sie kann nicht groß sein, sondern sie muss klein sein, weil die wirklichen Praktiken vor Ort ausgeübt werden. Und zwar regional spezifisch. Es geht ja gar nicht anders. Die Problemlagen, die sich im Alpenraum stellen, sind vollkommen andere als im subsaharischen Afrika oder in der norddeutschen Tiefebene. Und die Menschen, die dort leben und gelebt haben, haben ja über lange Zeit exakt Praktiken entwickelt, wie man mit diesen Gegebenheiten umgehen kann. Natürlich sind dann später Technologien, Agrartechnologien und sonst was entwickelt worden, die hilfreich sind. Und ich will auch überhaupt nicht viele Errungenschaften von Technologie mit Bausch und Bogen zurückweisen. Was wir brauchen, ist aber keine große Transformation und ein großes Neuerfinden von allem, sondern Kombinatorik. Kombinatorik aus tradierten Verfahren, auch aus tradierten Kriterien für gutes Leben, was nämlich in allem anderen besteht, außer in immer mehr. Immer mehr nützt nämlich an bestimmten Stellen im Leben überhaupt nichts. Und zwar sowohl positiv wie negativ. Die zentralen Kriterien, wo wir definieren würden, jetzt habe ich ein gutes Leben, haben in der Regel mit einem großen Auto nicht allzu viel zu tun. Die haben was mit gelingenden Beziehungen zu tun. Oder mit Elternschaft oder mit einer guten Party oder so. Ja?
Damit hat das was zu tun, vielleicht auch mit Naturerfahrung und so. Nur ausschließlich mit qualitativen und übrigens analogen Kriterien, nicht mit quantitativen und digitalen. Hat das nie was zu tun, solange Grundbedürfnisse abgesichert sind. So, und insofern kommt es auf Kombinatoriken an, wenn wir eine nachhaltige, moderne Zivilisation entwickeln wollen, dann geht das nicht mit der Vorstellung, man muss jetzt alles neu erfinden und dann am besten noch das, was man neu erfunden hat, über die ganze Welt verbreiten, weil das ist ja jetzt das neue Geschäftsmodell, wir exportieren Nachhaltigkeit, alle sollen so werden wie wir, nur nachhaltiger, vollkommen gaga, ja. Und was Sie daran sehen, ist ja ganz einfach, dass wir gegenwärtig in unseren Ländern unendlich viel über Nachhaltigkeit sprechen und unendlich viele Institutionen dafür geschaffen haben, dass der globale Prozess aber genau der ist, dass systematisch alle nachhaltigen Praktiken gegen nicht nachhaltige ausgetauscht werden, nach unserem Modell. In Peking fahren keine Fahrräder mehr, sondern Autos. Deshalb haben die alle Atemwegserkrankungen und die Durchschnittsgeschwindigkeit des Verkehrs hat sich verringert. Das ist das, was dort passiert ist. Das ist aber nichts Nachhaltiges. Und da können so viele Porsche Cayenne Hybrid rumfahren, als Weltrettungsautos. Das ist nichts Nachhaltiges, sondern das Fahrrad war okay. Das Fahrrad war völlig in Ordnung. Und dieser Vorgang des Austausches von nachhaltigen Praktiken gegen nicht nachhaltigen, das ist die Situation, in der wir uns im Moment befinden. Unintelligente Form der Installierung von Gesellschaftlichkeit, unintelligentes Wirtschaften, unintelligent deswegen, weil es diese Form von Wirtschaft ist, die ihre eigenen Voraussetzungen konsumiert und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Zurück zu der Bedeutung von Kombinatorik und von Regionalität und von Lokalität. Wir haben ganz viele Beispiele und Sie sind Teil dieser Beispiele, wo man zeigen kann, dass es auf der Ebene der Lokalitäten tatsächlich rapide Transformationsprozesse geben kann, wo man mit den Gegebenheiten, den sozialen und physikalischen und naturalen Gegebenheiten vor Ort vertraut ist. Und dann sagt, hey Leute, wir können damit ja auch was viel Besseres machen. Lokale Hölzer im Bau verwenden, was weiß ich, alles das, wo Sie sich viel besser auskennen als wir. Auch Fragen mal zu stellen, kann denn das mit dieser Form von Tourismus überhaupt so weitergehen, selbst wenn es immer noch kurzfristigen Nutzen gibt, oder müssen wir nicht das ganze Ding komplett umbauen? Das sind aber Fragen, die sich lokal stellen, weil auch lokal die Lösungen dafür gefunden werden. Und wir haben ja viele Beispiele, wo man Orte vergleichen kann miteinander und gucken kann, inwieweit sind die denn in Sachen Zukunftsfähigkeit jetzt weitergekommen oder schlechter. Für die Bundesrepublik zum Beispiel fällt mir ein, das ist jetzt nicht alpiner Raum, sondern Großstadt oder zumindest große Stadt. Wenn man eine Stadt wie Freiburg nimmt und eine Stadt wie Duisburg, dann wird man kaum Gemeinsamkeiten feststellen können in der lokalen Kultur. Wie Menschen sich fortbewegen, wie sie sich ernähren, wie sie sich kleiden, wie sie in den Urlaub fahren und sonst was. Selbst auf so einer städtischen Ebene kann man sagen, Freiburg ist viel dichter an Seattle dran, als an Duisburg oder so. Ja, verstehen Sie, haben sich lokale Kulturen entwickelt, die einen sind extrem ressourcenvernutzend, die anderen haben angefangen, darüber nachzudenken und es zu praktizieren, wie man es anders machen kann. Wenn ich das runterdekliniere auf kleine Gemeinden, Krumbach in Vorarlberg, 1000 Einwohner, die eine ganz andere Praxis als Gemeinde geschaffen haben, in dem, wie sie bauen, in dem, wie sie öffentlichen Verkehr organisieren, in dem ein kleiner Laden subventioniert wird, was weiß ich, alle solche Möglichkeiten, wo ich zeigen kann, dass ich auf der Praxisebene der lokalen Gegebenheiten gemeinsam etwas machen kann, damit dieser unendliche Aufwandserhöhungszauber endlich mal aufhört. Und der Witz bei der ganzen Sache ist, dass ich mit der Form des Nutzens von Kombinatoriken, von lokalem Wissen und lokaler Kultur natürlich nicht nur einen richtigen Transformationspfad einschlage, so aus dem Motto, naja, damit werden wir noch die Welt retten, sondern ein unmittelbarer Nutzen daraus resultiert, weil diese Gemeinden in der Regel auf der Ebene des Sozialen viel besser funktionieren als diejenigen, wo sich jeder nur um sich selber kümmert. Und insofern glaube ich, nein, die Alpenbevölkerung wird die große Transformation nicht schaffen. Niemand wird die große Transformation schaffen. Aber man kann sehr viele, sehr genaue, sehr präzise Schritte
vor Ort unternehmen und das, was dabei rauskommt, adressieren an die Politik als Gesetzgebung und so weiter, dass diese Erfahrungen mit den funktionierenden Schritten tatsächlich eine größere Ebene erreichen. Anders wird es überhaupt nicht gehen. Also kein Vertrauen in Technik, kein Vertrauen in Smartness, einer der größten Irrtümer, die es überhaupt gibt, nur vergleichbar mit dem Atomhype in den 50er Jahren, wird sich als der gleiche Käse erweisen, sondern einfach Vertrauen darauf, dass es erstens niemand anders gibt, der die Transformation machen kann als man selbst, kann man nicht delegieren, kann man nur machen und dass aber gleichzeitig einfach durch das Praktizieren etwas Neues entsteht, von dem man sofort Teil sein kann. Und ich glaube, machen Sie das doch alle. Dankeschön.